Frau Navidi, warum ist das Freihandelsabkommen überhaupt wichtig? Weil sich es auf ganz viele Lebensbereiche bezieht, nicht nur wirtschaftliche. Von daher tangiert es auch Grundwerte, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen. Es besteht auch die Befürchtung, dass es unser Demokratieprinzip etwas unterwandern könnte, dadurch, dass von Regierungen durch bestimmte Mechanismen Macht auf große und internationale Unternehmen übertragen werden könnte und dass damit dann der Profit über das Allgemeinwohl gestellt wird. Was sagen denn die Amerikaner eigentlich zu TTIP, also zum Freihandelsabkommen? Wie stehen die Amerikaner dazu? Es ist hier weniger ein Thema, insbesondere in den Massenmedien. Allerdings kommt auch hier Kritik hoch, denn zum Teil im Hinblick auf die umstrittenen Standards, die eventuell genommen werden, ist es auch hier zum Teil so, dass in einzelnen Staaten die Standards höher sind als auf Bundesebene. Also auch hier möchte man sich nicht einschränken lassen. Und auch die Schiedsgerichtsbarkeit sieht man hier zum Teil kritisch. Ich denke, im Allgemeinen sind die Amerikaner grundsätzlich etwas offener und außerdem würden sie im Zweifel auch mehr davon profitieren. Was überwiegt, das Pro oder das Contra? Das steht jetzt noch nicht ganz fest. Wir sind ja immer noch in einem Anfangsstadium. Auch die Transparenz ließ bisher zu wünschen übrig. Es gibt verschiedene Studien. Es ist nicht klar, inwieweit das Wirtschaftswachstum davon profitieren wird und wie viele Arbeitsplätze es konkret geben wird. Grundsätzlich gleiche Standards im Business sind natürlich gut. Das senkt die Kosten. Aber wenn man von allem den niedrigsten Standard nimmt, dann ist es natürlich aus offensichtlichen Gründen schlecht. Nun gibt es ja noch eine Menge Unstimmigkeiten zwischen den Europäern und den Amerikanern. Für wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass dieses Freihandelsabkommen letztendlich doch nicht zustande kommt? Ja, es ist jetzt schon mal auf dem falschen Fuß angefangen mit schlechter PR. Das heißt, die Bevölkerung steht eben sehr kritisch gegenüber. Außerdem, auf was man sich dann auch im Endeffekt ändert, das muss immer noch ratifiziert werden vom Europäischen Parlament. Und da sieht man jetzt mehr populistische Strömungen, die hochkommen und protektionistische. Und da kann es durchaus sein, dass es im Endeffekt da nicht durchkommt. Vielleicht noch abschließend kurz, wie stehen Sie denn persönlich zu TTIP, zum Freihandelsabkommen? Halten Sie das Ganze für eine gute Idee? Ja, also erstmal muss man schauen, ob es erforderlich ist. Wir haben ja schon sehr regen Handel und dann, ob die Regelungen verhältnismäßig sind. Wie viel geben wir auf? Wie viel bekommen wir dafür zurück? Grundsätzlich denke ich, hat es Potenzial, denn Europa stagniert. Wir brauchen einen Wachstumsimpuls, könnten wir gut gebrauchen, aber wir müssen das sehr vorsichtig abwiegen mit unseren Interessen. Europa hat da durchaus Verhandlungsmacht und ich finde das auch gut, dass die Zivilgesellschaft da dem kritisch das unter das Auge nimmt und auch die Journalisten und die Politiker. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön.